Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Expeditions. Wir sind dabei, wir müssen alte Überreste finden und die Karte geht jetzt auch endlich dahin, wo wir sind und nicht da, wohin, wo wir hin müssen. Das war wohl ein Bug, der ist inzwischen behoben. Ja, hier den Weg müssen wir langfahren. Werden wir jetzt auch tun. Allrad brauchen wir. Ja, und ich muss immer wieder das Lenkrad hier neu einstellen bei jedem Start. Das ist ein bisschen bescheiden. Irgendwie, ich muss immer dieses komische Logitech G-Hub starten dafür. Und da muss ich die Einstellung von Direct Input auf Logitech wieder umstellen. Und ist nicht wirklich toll gelöst, muss ich sagen. Das ist das einzige Spiel, wo ich das Problem habe. Fahre ich besser da oben oder da unten lang? Hier oben ist, glaube ich, ganz gut. Hier ist, glaube ich, besser. Kaputt. Put. Ne, da unten ist besser, ne? Müssen wir zwar durch den Matsch durch. So. Ich dachte, den stellst vielleicht noch in eine günstigere Position, aber nope. Ja, sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Hier sind wir insgesamt ganz gut unterwegs. Da hoch. Ja, vielleicht wären wir doch besser oben lang gefahren. Wir können es mal da hoch probieren. Kann klappen. Muss aber nicht. Aber es klappt. Perfekt. Ups. Na. So. Halleluja. Ja, hier fährt man wirklich. Hier fährt man so ein bisschen im absoluten Niemandsland umher. So. Ich weiß nicht, ob oben rum der bessere Weg ist. Wir werden es wahrscheinlich erfahren. Ah, bis jetzt sieht das aber hier gar nicht so verkehrt aus. Bis jetzt schaut es nicht falsch aus. Oh, wir sind am Ziel. Sehr schön.
nicht zu früh freuen. Nicht zu früh freuen, ne? Noch sind wir nicht da. Gar nicht so einfach mit dem Steuern, weil der gern einfach mal woanders hinfährt. Hier ist auch nichts. Ich suche weiter. Na, jetzt sind wir. Jetzt geht er immer zu dem Startpunkt oder was? Na, ganz tolle Wurst. Da müssen wir hin. Das heißt, wir fahren hier den Weg weiter. Das ist jetzt auch noch nicht so viel besser gemacht, muss ich sagen. Ups, falsche Richtung. Ich dachte, da geht es immer dahin, wo man das Auto stehen hat, aber Pustekuchen. Offenbar geht er dahin, wo man gestartet ist, als man das Spiel gestartet hat. Das macht das Ganze nicht ganz viel besser. Am Anfang macht es das gut, aber danach auch nicht mehr. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf, was das angeht. Ersatzsprit dabei? Ich glaube nicht, ne? Also solange wir bis zum Zielpunkt kommen, ist alles okay. Danach kann ich mich zur Not bergen lassen. Aber bis zum Zielpunkt sollte man schon kommen. So, wie viele Punkte müssen wir noch abfahren? Das ist hier die Frage, ne? Ist das der letzte oder kommen da noch mehr? Jawohl! Knochen gefunden! Schön! Danke für deine Hilfe beim Auffinden von Dinosauriern. Dein Interesse daran ist sehr wichtig. Gemeinsam werden wir die Geheimnisse der Urzeit und der Geschichte unseres Planeten lüften. Nehmen wir natürlich an. Ja, toll, jetzt funktioniert die Maus nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Also es ist noch ein bisschen buggy, das Spiel, muss ich sagen. Ah, jetzt geht's. Okay. Quest gelöst. Jetzt findet er auch den Punkt. Luftabwurf. Können wir da nochmal tanken? Komme ich da nochmal hin? Ja, eigentlich recht gut sogar, glaube ich. Einfach hier durch. Dann müssen wir halt den Weg hier fahren. Und da können wir dann, denke ich, auftanken. Und das ist eh die Richtung, die wir müssen. Von dem her passt das. Müssen wir mal gucken, was wir noch für Quests haben. Oder sollte ich das erst gucken? Aufträge. Gar keine. Aufgaben. Auch keine. Haben wir alle erledigt? Müssen wir einfach zur Basis zurück? Oder wie? Das wäre natürlich easy. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was wir machen müssen, wenn ich keine Aufgaben mehr habe.
Aber wir fahren einfach mal zur Basis zurück. Weiß gar nicht, müssen wir zu der, wo wir gestartet sind, oder müssen wir zu der Hauptbasis? Müssen wir gucken, wo die andere ist. Handel. Tanken würde ich gerne, genau. So, reparieren können wir noch nicht. Die Knochen, habe ich gehört, kann ich eintauschen. Metallschrott lässt sich in der Werkstatt in Einzelteile zerlegen. Wertvoll für das Museum, kann man wohl verkaufen. Dann übertragen wir die mal. Was ist das? Bodenanker, Stellschrauben. Machen wir das raus und das mal rein. Weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. So. Da ist die Hauptbasis. Aufstieg, Aufstieg. Da ist der Außenposten. Müssen wir zu dem wieder hin? In dem Fall eigentlich egal. Wir müssen eher an der Hauptbasis dann vorbei. Dann fahren wir einfach zur Hauptbasis hin und gucken dann mal. So, da müssen wir lang. Und möglichst vorwärts. Ja, das Spiel hat echt noch seine ein, zwei Bugs auf jeden Fall. Muss mal gucken, wie lange ich das jetzt noch spiele. Also ich denke mal, die nächste Map werden wir auf jeden Fall noch machen. Und dann gucken wir mal weiter. Wie gesagt, jetzt im April kommt auch das ein oder andere Spiel dazu, was mich so noch sehr interessiert. Was ich gern spielen möchte. Und dann muss ich eh welche andere Spiele fallen lassen oder pausieren. Und wenn ich die Wahl jetzt, wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen SnowRunner und Expeditions, eindeutig SnowRunner, muss ich ganz klar sagen. Da ist mein Favorit von den beiden eindeutig SnowRunner. Also neuer heißt wirklich nicht immer unbedingt auch zeitgleich besser. Wobei es jetzt nicht heißt, dass ich Expeditions nicht mehr spielen werde. Wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal gucken. Nächste Map würde ich gerne auf jeden Fall noch machen. Ich dachte, ich kann da drüber fahren. Das Spiel sagt aber nein. Können wir nicht. So. Aufstieg entdeckt. Das war jetzt eher ein Abstieg, aber egal. So. Fahren wir mal hier hin und gucken mal, was nächste Aktion. Ich kann tanken. Lagern. Grundversorgungslager. Muss ich die hier aufbauen oder was? Kann ich ja gar nicht. Ich habe kein Fahrzeug dafür. Ah, doch, kann ich. Tankstelle ablassen, verkaufen.
Ach, das kostet auch noch Geld. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, was ich jetzt machen soll. Geräte, Inventar. Weil ich habe keine Aufgaben mehr, ne? Setze den Metalldetektor im angegebenen Gebiet ein. Das haben wir doch erledigt. Abwürfe. Welches ist das angegebene Gebiet? Das haben wir doch. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel von mir will. Ich habe kein angegebenes Gebiet mehr. Details, ne? Bin jetzt ehrlich gesagt überfragt. Was will das Spiel von mir? Was will das Spiel von mir? Da kann ich einen Erdanker einsetzen, das ist schön. Ich weiß jetzt echt nicht, was das Spiel von mir will. Ich habe keine Aufgaben mehr oder die ich habe, kann ich nicht machen. Du weißt jetzt nicht, was ich mir davon verspreche, aber weil hier war das Erdanker-Symbol. Da fahre ich mal noch hin und guck mal, ob man da dann nochmal irgendwie... Aber so genau weiß ich jetzt gerade auch nicht, was das Spiel von mir will. Ja, setze einen Metalldetektor im angegebenen Gebiet ein. Habe ich. Ich weiß gerade nicht, was das von mir will. Ja. Muss ich da hin oder was? Das können wir mal noch machen. Dass wir hier hinfahren und dann gucken wir gerade mal. Wenn das auch nichts bringt, dann würde ich pausieren. Und darum bitten, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, was ich jetzt machen soll. Ich verstehe es gerade nicht, was das Spiel von mir will. Und außer hier passiert jetzt irgendwas. Metalldetektor. Ich erwarte nicht, dass hier jetzt viel passiert.
Was sollen wir das jetzt sagen? Irgendwas bedeutet doch bestimmt dieses Rote, oder? Was sagt mir das? Muss ich da hin oder was? Ich verstehe es einfach nicht. Baumodule. Ich kann tanken, ja, schön. Fahren wir da gerade mal noch hin. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die... Da können wir Handel treiben, das hilft mir auch nicht weiter. Nicht übertragbar, nicht übertragbar. Tja. Zeit ist jetzt eh um. Dann würde ich wirklich sagen, dann machen wir das so. Ihr schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ich jetzt machen muss. Ich verstehe es nämlich gerade nicht, was das Spiel von mir will. Ich verstehe es einfach nicht. Deswegen, ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Muss ich noch irgendwas machen? Ich bin gerade etwas überfragt. Ich habe die Aufgabe hier noch. Ich habe aber keine angegebenen Gebiete, wo ich hier irgendwas kennen könnte. Das waren ja nur drei Gebiete, wo man das musste. Die habe ich alle drei abgescannt. Ich weiß nicht, ob er das nicht registriert hat. Schreib's mir bitte in die Kommentare, weil ich bin jetzt gerade echt ratlos. Weil ich kann hier ja auch nirgends raus. Oder muss ich hier zu der Basis zurück? Gratis Truckbergung. Das können wir mal noch machen. Kann ich das hier auch? So, jetzt stehen wir an dem Außenposten. Ja. Hier bin ich jetzt aber genauso weit. Also der sagt, da muss ich irgendwie noch irgendwas machen. Der Berg birgt immer nur nach dorthin, nicht nach da. Ach doch, so geht's auch noch da. Okay. Ja, wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin jetzt gerade völlig ratlos. Ich weiß, ich habe nichts mehr, was ich tun kann, oder ich weiß nicht, was ich tun muss, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, was er von mir will. Wenn ihr es wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare rein. Und erst wenn ich die dann gelesen habe, dann werde ich wahrscheinlich am Wochenende danach dann halt die weiteren Aufnahmen machen. Wenn ich jetzt noch was tun kann halt. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da und... Wie gesagt, bitte reinschreiben in die Kommentare, was muss ich tun, um hier jetzt noch weiterzukommen. Ich blick's gerade überhaupt nicht. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.